Paket bekommen und da müssen wir jetzt mal reingucken. Und zwar so, dass man keine Adresse sieht. Warte. So. Ich glaube, in irgendeinem Weekly Vlog hat man gesehen, dass ich davon den ersten Teil gelesen habe. Jetzt habe ich mir den zweiten Teil bestellt. Und ich fand das Regal witzig, das wollte ich mal ausprobieren. Makramee Knüpfset Hängeregal. Ja, sieht irgendwie süß aus. Und da muss ich das mal ausprobieren, ob das so toll geht. Und wenn es fertig ist, dann, ich weiß nicht, wann es fertig wird. Es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis es fertig ist, so wie ich mich kenne. Aber wenn es fertig ist, dann muss ich mir noch überlegen, wohin damit. Aber das ist jetzt erstmal ein Problem für, Zukunftsfreundin. Ja, für die Zukunftsfreundin. Ich habe das noch nie gemacht, ich bin so aufgeregt. Aber jetzt muss ich mich weiter um meine App kümmern. Ich muss weiter programmieren. Heute ist Montag und ja, gestern ging der neue Vlog online, haben auch schon fast 50 Leute geschaut. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie der Vlog wird. Auf jeden Fall sind diese Woche bzw. in den nächsten 2 Wochen einige verrückte Dinge geplant. Bei uns gibt es heute mal wieder gebratene Nudeln mit Hühnchen für die Nicht-Vegetarier-Fraktion. Das ist die Vegetarier-Fraktion. Ich muss euch das einfach mal kurz abfilmen. Ich glaube, das ist so ziemlich das krasseste Hearthstone-Board, was ich jemals gehabt habe, was jetzt den Shop angeht. Also das ist halt gerade richtig, richtig heftig gewesen vom Wachstum her und so macht das Spiel doch Spaß. Es ist Mittwoch, der 20. März und bevor ich jetzt anfange, an meiner Flutter-App weiterzuarbeiten, muss ich ganz kurz politisch werden. Wenn man morgens im Bad steht und sich die Zähne putzt und dann in den Nachrichten, Radionachrichten, darüber über das Genderverbot in Bayern berichtet wird und dass es halt unter anderem an Hochschulen verboten ist, und die Lehrenden sich dran halten müssen, die Studierenden nicht unbedingt, aber es kann ihnen als Fehler angerechnet werden. Wo ich mir denke, seid ihr eigentlich dumm? Kann man das nicht einfach jedem selbst entscheiden lassen, ob man gendert oder nicht? Das ist das Schöne, meinem Prof ist es egal. Ich kann mit meiner, also diesbezüglich in meiner Arbeit machen, was ich will. Ich verstehe das Problem nicht. Also ich verstehe das Problem nicht, warum man das nicht zulassen kann. Ist die CSU und die CDU, sind die nicht immer alles, man will uns alles verbieten, wir dürfen gar nichts mehr sagen. Es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber ich kann berichten, ich komme aktuell sehr gut mit meiner Bachelorarbeit voran. Ich bin mit den Grundlagen fertig. Jetzt muss ich die Konzeption noch schreiben und die Implementierung und so. Und ja, mit der Flutter-App komme ich auch gut voran. Bin gespannt, wie das nächste Woche dann aussieht, da werde ich bestimmt wieder berichten. Ja, ich bin jetzt hier angekommen in Apolda, stehe gerade vor dem Paulinenpark, gehe jetzt dadurch zum Eisenbahnverein, bin da noch ein paar Stunden zum Modellbahnverein, bevor es heute Abend zurück nach Erfurt geht. Vielleicht kann ich dort ein bisschen helfen, ein bisschen mit Leuten quatschen, schönen Nachmittag machen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Thank you.
So, jetzt kann ich das Ding anlöten. So, für mich geht's jetzt heim. Hallöchen, wir haben es jetzt 5:30 morgens. Ich bin gerade am Zugbahnhof, denn wir bauen jetzt gleich eine Modellbahnbörse auf. Beziehungsweise ich habe versprochen, ich helfe ein bisschen. Ja, so 1-2 Stunden arbeiten und dann geht's Brötchen holen und gemütlich mit der Freundin frühstücken. Und es regnet, es regnet, es regnet. Wunderschönes Wetter. Wie ihr sehen könnt, ist es hell geworden. Ja, wir haben alles aufgebaut, hat gut funktioniert. Jetzt ist es kurz nach 7 bzw. ich glaube gleich 7:30. Und ich gehe jetzt Brötchen holen, dann geht's heim und schön mit der Freundin frühstücken. Ich finde, das habe ich mir jetzt auch verdient. Das Wetter ist nur scheiße, wir wollten heute eigentlich ein bisschen in die Stadt. Mal schauen. Irgendwie ein bisschen windig. Wir düsen jetzt mal schnell in die Stadt, ein bisschen was einkaufen. Wir haben beschlossen, wir machen heute ganz gemütlich. Und die Freundin hat gerade eine riesen Halloumi-Rolle verdrückt. Ja. Was haben wir heute den ganzen Vormittag im Bett verbracht und haben 911 geguckt? Hast du den Videoknopf gefunden? Hab ihn gefunden. Neues Handy ist gar nicht so einfach. Oh, Sonne! Bei mir ist jetzt Bastelstunde, denn ich habe irgendwie das Bedürfnis, was zu tun, weil ich mache gerade mit der Freundin einen Serienmarathon und ich muss jetzt aber mal nebenbei was machen. Und wir pfeifen uns jetzt noch so richtig geil schwungvoller Morgensaft rein. Und wieder ein kleines Bastelprojekt abgeschlossen. Diesmal der Astronaut mit seiner Fahne. Da sind jetzt noch ziemlich viele Teile übrig. Das liegt aber daran, dass man hier verschiedene Modelle bauen konnte. Zum Beispiel dieser kleine Kleider. Ich glaube, der braucht noch weniger Teile. Und dann halt das Space Shuttle. Aber wir haben jetzt hier einen Astronauten. Ich bin mal wieder bei der Freundin. Und das ist ein Washi-Tape, was ich ihr geschenkt habe, mit ganz vielen kleinen Stickern, die sogar ein bisschen glitzern. Tja, ich fand die voll toll und ich glaube, die Freundin freut sich darüber auch sehr. Die sind ja süß. Na siehste. Und die müssen natürlich gleich getestet werden. Oh. Ja, die kleben halt jetzt an dem Klebeband. Aber das ist nicht so schlimm. Ich krieg das schon hin. Es sind ja genug dabei. Na, die kann ich ja jetzt aufkleben. Die musst du halt gleich aufkleben. Wenn du die abkriegst, klar. Da kommen andere Sachen. Hier ist eine Farbkante. Briefumschlag. Luftballons. Also das ist quasi ein Loop. Ja. So. Ja, ist aber eine Menge.
Ich weiß, wen du eins abgeben kannst. Ja, das darf ich mir auch gerne. Guten Abend, wir haben es jetzt 23.13 Uhr, was ich euch nur kurz zeigen wollte. Ich habe heute den Abend ein bisschen Hearthstone gestreamt und es lief gar nichts. Und jetzt habe ich gedacht, komm, spielst noch ein letztes Spiel nicht auf dem Stream, einfach so gemütlich. Und es läuft wieder richtig gut. Also entweder ich verkacke derzeit einfach extrem auf dem Stream oder ich habe auch keine Ahnung, was da derzeit so vor sich geht. Wer weiß, auf jeden Fall will ich in Zukunft versuchen, immer mal so ein Ründchen Hearthstone zu streamen. Vielleicht mal ein kleines Update für den Weekly Vlog. Ich bin gerade in Nürnberg, denn die Freundin möchte von hier gerne einen Taveco Sondereditionsfüller und den gibt es dort nur heute in dem Store. Deswegen gehe ich da hin und habe mir gedacht, dann kann ich das ja gleich als Testvlog für mein neues Google Pixel 8 nutzen. Deswegen filme ich die meiste Zeit damit. Den Testvlog seht ihr dann theoretisch in 2 Wochen ungefähr, nicht ganz, in 1,5 Wochen online auf dem Social Real Life Kanal. Ich bin gespannt, was mich noch so in Nürnberg erwartet. Aber jetzt geht es erstmal zum Taveco-Store, um die Pflichtaufgabe Füller abzuhaken. Und dann habe ich noch ein paar Stunden, um mich ein bisschen in der Stadt umzuschauen. Hallo, es ist Karfreitag, der 29. März. Michael hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mein letztes Update noch nicht für ihn zur Verfügung gestellt habe. Und dann dachte ich, okay, dann kann ich jetzt auch gleich noch ein Update machen. Mit der Flutter-App bin ich jetzt erstmal soweit durch. Ich dachte das eigentlich am Mittwoch schon, dann ist mir Donnerstag was aufgefallen, und also sprich gestern. Und dann ist mir gestern Abend dann noch was aufgefallen und dann ist mir noch was eingefallen, woran ich noch nicht gedacht habe. Und dann habe ich heute noch mal was dran gemacht und jetzt denke ich wieder, dass ich fertig bin. Man weiß es nicht so genau. Mit der Konzeption, also beim schriftlichen Teil mit der Konzeption, bin ich noch nicht ganz durch. Da fehlt noch diese Screen-Design-Geschichte, also Farben und sowas habe ich schon alles. Ich habe heute an meiner Adobe XD-Datei noch ein bisschen rumgefummelt und habe die Screens noch ein bisschen vorbereitet, damit ich die dann einfügen kann in die Datei und dann noch was dazu schreiben kann. Aber das mit dem Schreiben mache ich nächste Woche. Heute ist Feiertag. Ich war ein bisschen produktiv. Ich gammel jetzt noch ein bisschen umher. Man muss ja auch mal ein bisschen Freizeit haben an einem Feiertag, oder? Kleines Update vom Angelteich. Das soll heute eigentlich kein Angelvideo werden, sondern ich möchte einmal ein bisschen was für den Weekly Vlog filmen. Hab mir gedacht, okay, komm, schönes Angelwetter, gehst ein bisschen raus. Ich muss gerade mal auf die Pose gucken. Bin gespannt. Sollte natürlich ganz viel gehen und ganz, ganz viel Angelmaterial hier zusammenkommen, dann gibt es vielleicht sogar ein kleines Video. Mal schauen. Unverhofft kommt oft zwischen der letzten Aufnahme und dem hier liegen jetzt keine 2 Minuten. Gefangen übrigens mit kleinen Futterkorb. Ganz, ganz einfacher Futterkorb. Würmchen. Das geht jetzt in dieser frühen Jahreszeit am allerbesten. Kleiner Test jetzt mal hier am Angelteich. Ich habe mir mal sowas mitgenommen. Das war in einem Weihnachtsgeschenk drin. Das ist so ein High-Protein-Shake, aber auf vegan. Ich bin gespannt. Von der Konsistenz erinnert das so ein bisschen an Pudding. Naja. Aber es gibt schlimmere. Nochmal ein kleines Update vom Angelteich. Die Sonne ist jetzt gleich weg, bis auf den Giebel und ein paar Plötzen ging dann doch nichts, aber es ist schon bedeutend mehr als beim letzten Mal, wo ich hier angeln war. Und deswegen für mich ein voller Erfolg der Tag. Ich habe einen schönen, maßigen, großen Fisch gefangen. Das Wetter heute war super interessant. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, da ist immer noch so ein bisschen neblig. Und zwar laut Auskunft gab es heute Sahara-Staub, der hier lang gezogen ist. Und es war wirklich den ganzen Tag nicht wirklich hell geworden. Also ziemlich, ziemlich verrücktes Wetter. Ja, Angelvideo ist das jetzt nicht geworden, also ihr habt jetzt quasi alles am Material gesehen. Es kamen nämlich auch noch etliche andere Angler, es war dann ziemlich voll, dann kam noch ein Kumpel von mir und wir haben einfach einen gemütlichen Angelnachmittag gemacht. Ich würde sagen, das ist jetzt auch die letzte Aufnahme für diesen Weekly Vlog, weil für mich geht es dann heim und dann mache ich den fertig. Beziehungsweise ist ja kein Weekly Vlog, es ist ja der 14-tägige Vlog, ich werde mich daran nie gewöhnen. Ja, schneide den Vlog, sage schon mal danke, dass ihr mal wieder zugeschaut habt, bis in 2 Wochen und tschüss. Batman ist unterwegs. Whee!
Das ist immer geil abends am Teich. Komm doch mal her, Batman. Da ist er.